Geborene Dahl, zuletzt im Kino mit Possession, ist ja damals bekannt geworden mit dem Film Nattewagten. Und das heißt zu Deutsch Nachtwache, zu Englisch Night Watch. Es gibt davon ein US-Remake, auch von Ole Borne Dahl gedreht, fast eigentlich identisch mit dem dänischen. Ich beziehe mich aber trotzdem mal aufs Original. Und zwar geht es darum, einen Typen, der einen Job annimmt in einem Krankenhaus. Dort liegen ganz viele Leichen und immer wenn sich einer davon bewegt, wird ein Alarm ausgelöst und er muss dann nachgucken. Und natürlich passiert das immer mal wieder. Meist sind es Späßchen von seinem Kumpel Kim Bodnia. Da allerdings ab und an passiert dann doch etwas. Naja, insgesamt ist der Film gar nicht so sehr Horror- und Psychothriller, wie alle immer sagen. Also die Hälfte des Films ist eigentlich mehr Buddy-Komödie zwischen eben Kim Bodnia und Nikolai Coster-Waldau. Und das Ganze ist nett, amüsant anzusehen und auch der Krimi-Aspekt kommt dann später nicht zu kurz. Allerdings der ganz große Knaller, wie manche auch behaupten, ist Nightwatch letztendlich auch nicht. Es ist eine vernünftige Krimi-Verfilmung mit einigen spannenden Momenten, aber letztendlich reichen da eigentlich 7 von 10 Punkten für Nightwatch vollkommen aus.